muss eine der Proben sein. Die sieht doch gut aus. Geht. Dafür schuldet mir Underhill was. Von Underhills Proben.
Zeitverschiebungen passieren zufällig und ohne Warnung. Doch die hochmoderne Technologie der Behörde ermöglicht die Stabilisierung am Ältestenhaus. Sichere Mitarbeiter sind glückliche Mitarbeiter. Gewisse Rituale ermöglichen es Agenten auch, das Ältestenhaus zu navigieren. Aber Unfälle können passieren. Agenten werden gefangen in den Wänden. Wie ich höre, warst du 3 Tage lang in deiner Wandtaufe. Und du hattest nicht mal dein Buch dabei. Oder Futter. Und denk dran, Kinder, wenn der Boden sich verändert, ist es schon viel zu spät. Die sieht doch gut aus. Das sind alle 5 Proben. Ich sollte sie zu Underhill bringen. Sie sehen aus wie eine Frau, die Fungus für mich hat. Ich habe alle 5 gefunden, aber sie sahen so appetitlich aus. Ja, so wirkt der Fungus auf manche Menschen. Vermutlich, weil er nicht wirklich ein Fungus ist. Er ist nicht mal aus unserer Dimension. Ich vermute, er resultiert aus der Mischung 2 inkompatibler Molekularstrukturen. Eine davon dominant. Fungus nenne ich ihn nur, weil er in Aussehen und Verhalten am ehesten einem Pilz entspricht. Oder vielleicht Bakterien. Sie erinnert mich an meine alte Biolehrerin. Haben Sie noch weitere Mitglieder meiner Rangerwache getroffen? Da waren keine Ranger. Nur wandelnde Fungi-Leute. Es sei denn,
Ja, diese wandelnden Fungi waren meine Ranger. Ich bezeichne diese Kreaturen als Wirte. Sie und andere unvorsichtige Agenten haben ihrem Hunger nachgegeben. Aber darüber brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Pille, die ich aus diesen Proben herstelle, macht die Durchquerung der unteren Ebenen vollkommen sicher. Und sie immunisiert zusätzlich gegen die giftigen Sporen der Grube. Ich würde Sie gern nach Ihren Referenzen fragen. Na also, das ging doch recht fix, oder? Nehmen Sie diese Pille und suchen Sie dann die Quelle des Fungus. Nur so können wir rausfinden, wie er zu stoppen ist. Eine mysteriöse Pille schlucken, weil eine unhöfliche Frau im Schutzanzug es sagt. Ja, super Idee, Jessie. Was haben Sie erwartet? Ein Gaumenschmaus? Nicht der Geschmack, der Geruch. Es stinkt hier. Gut, die Pille funktioniert also. Je mehr es stinkt, desto sicherer sind Sie. Gehen Sie, finden Sie die Quelle. Ich nehme an, Sie bleiben bei uns, bis der Fungus ausgelöscht ist. Auf jeden Fall. Bis ich eine permanente Lösung für dieses lästige Fungusproblem gefunden habe, bleibe ich hier. Vielleicht sogar länger, da wir ja momentan mit Personalmangel zu kämpfen haben. Ohnehin kann ich ja über mein eigenes Kommen und Gehen nicht bestimmen. Ihr ältestes Haus öffnet die Ausgänge ja erst, wenn all diese zischenden Monster beseitigt sind. Schön, Sie an Bord zu wissen. Haben wir den Fungus bald unter Kontrolle? Wir konnten sein Wachstum nur mühsam mit kontrollierten wöchentlichen Bränden eindämmen. Sehen Sie, wie weit er in den paar Tagen ohne weiteres Zutun gewachsen ist? Er ist jenseits des Grenzbereichs. Die Schleusen sind geöffnet. Das heißt also nein. Die Amis. Bis später, Rhea. Dr. Underhill, bitte. Seien Sie vorsichtig, Ma'am. Der Bereich ist unter Quarantäne. Ich würde da nicht reingehen, ohne zuerst mit Underhill zu sprechen. Selbst dann. Das muss diese Grube sein, von der Underhill geredet hat. Ranger Captain, Notiz 7,25. Underhill hat uns in diesen beschreiten Grenzbereich runtergeschickt, um auszufinden, warum das Gemüse so sprießt. Es riecht köstlich. Oh Gott.
Je weiter ich gehe, desto schlimmer stinkt es. Ramsey, Ranger Captain, Notiz 7,28. Moment. 6, 7. Ist ja egal. Was ist das gewesen jetzt? Mama hat gesagt, ist dein Gemüse, aber zu viel. Mach die Haut grün, wie bei Olli. Hey Olli, was hast du gefunden? Ist das die Quelle? Ist irgendwie hübsch. Oh!
Ich darf mich von dem irren Scheiß hier nicht mehr so überraschen lassen. Da, wie ich sehe. Und Ihnen wächst kein Fungus aus den Augen. Eine Pille hat also funktioniert. So, jetzt sagen Sie schon. Haben Sie die Quelle gefunden? Haben Sie doch, oder? Ich habe eine große, böse Pflanze gefunden. Riesig. Und sie getötet. Getötet? Sie haben die Quelle gefunden und sie vernichtet? Von einem lebenden Exemplar hätte ich so viel lernen können. Ihr Mitgefühl ist geradezu herzerwärmend. Wirklich. Hier, ich habe eine Probe davon mitgebracht. Ein Stück des innersten Fungus? Sie sind also doch kein ganz hoffnungsloser Fall. Seltsam. Vollkommen anders, selbst äußerlich. Eine weitere Wachstumsphase vielleicht? Bitte, kein Wachstum mehr. Dann wird es Sie freuen, dass der Beschnitt des Wesens an der Quelle das Wachstum des Fungus bereits deutlich verlangsamt hat. Sie haben mir Zeit für weitere Studien verschafft. Und was jetzt? Gut, dass Sie fragen. Während Sie in der Grube waren, wurden Funguswerte jenseits des Grenzbereichs gesichtet. Sie konnten den Rangern unbemerkt entkommen. Es gibt einen Grund, warum ich Steve und Andy nicht mit den anderen zur Quelle geschickt habe. Diese unsteten Wirte müssen umgehend ausgeschaltet werden. Ihre Körper können den Fungus immer noch verbreiten. Wissen Sie, wo sie hin sind? Die Wirte, die ich beobachtet habe, sind nicht gerade lebhaft. Hier,
Diese Berichte werden helfen, Sie zu finden. Ich kümmere mich um Sie. Gut. Und beeilen Sie sich. Das kann man auch netter sagen. Da Darling fort ist, habe ich Emily Pope zur Leiterin des Forschungssektors gemacht. Ist Ihnen das recht? Absolut. Ihr habt Excalibur aus dem Stein gezogen und herrscht jetzt, wie es euch beliebt, Eure Hoheit. In welch einer schönen Meritokratie wir doch leben. Freut mich zu hören. Bis später, Rhea. Dr. Underhill, bitte. Pass auf da unten. Wir wollen dich nicht retten müssen. Ich mein's ernst. Thank you.
du hattest einen guten Tag, kleine Pflanze. Das funktioniert, was? Ich hoffe, diese Zische haben dich nicht so sehr belästigt. Auch MIT. Ich wünschte, meine Blätter wären so hübsch wie deine.
Hast du eine Familie? Ich habe einen Bruder. Ich vermisse ihn. Sie nennen mich Direktorin. Aber was heißt das schon? Ich habe keine Erfahrung als Führungskraft. Ich habe das noch nie gemacht. Das Chlorophyll kriegt das Grün in deinen Blättern richtig aus. Das war... Ich wünschte fast, das wäre mehr. Sie hören wirklich gut zu. Da ist einer von den Funguswerten. Thank you.
Ich habe kürzlich Fragen ausgewertet. Zu den HRV.
positive Interaktionen. Ich spiele das und komme in den Tank? Okay. Selbstreflexion kann einem weiterhelfen. Habe ich zumindest gelesen. Warum ist hier ein gewandeltes Objekt? Nachbesprechung für Spiegelausflug 7C. Testobjekt ist Agent Hardy. Hardy verbrachte etwa 3 Stunden im Spiegel, die bisher längste Zeit. Können Sie Ihre Erfahrung beschreiben, Agent Hardy? Agent Hardy ist körperlich gesund, alle Tests kommen sauber zurück. Doch das Sprachproblem hält schon seit Stunden an. Beruhigen Sie sich, Agent. Es könnte psychosomatisch sein, aber die Tatsache, dass dies erst nach der Rückkehr aus dem Spiegel geschah, macht eine Kammer natürlich. Sieht aus, als ob ein Spiegel da drin ist.
Auf dem Bild sehen die Jalousien anders aus. Das dürfte interessant werden. Willkommen zu meinem geführten Bilderlebnis. Lesson 1. Morito no Tamre. Übung 1. Der Wald positiver Interaktionen. Watashi wa Tokui Yoshimi Hakase. Watashi wo shinjite makasete kudasai. Mein Name ist Dr. Yoshimi Tokui. Glaube mir, ich bin für dich da. Schließe die Augen, öffne den Geist. Du stehst an einem leeren Strand. Die Wellen rollen herein und die Möwen kämpfen um einen weggeworfenen Beutel mit Kartoffelchips. Ich glaube, sie sind mit Jalapeno-Geschmack. Ich sehe etwas in der Mitte des Ozeans. Es scheinen Bäume zu sein. Vielleicht sind es Meeresbäume. Oder vielleicht Metaphern dafür, wie man Menschen wegschubst. Finden wir es gemeinsam heraus. Geh einfach über die Wellen. Die Bäume wirken einsam. Willst du mit ihnen reden? Ich
Du flüsterst den Bäumen zu, sagst ihnen, dass sie wie alle anderen verdienen, geliebt zu werden. Sie stimmen zu. Sie werden nun gesunde, respektvolle Beziehungen zu anderen Bäumen aufbauen oder sträuchern, was immer sie bevorzugen. Überlassen wir die Bäume nun ihrer Liebe. Voyeurismus ist unhöflich. Ich fühle eine Bedrohung in unserem Liebesgarten. Ein Unheil. Geh, finde ihn, dass er nicht unseren Wald der Emotionen verdunkele. Ein Gabelstapler. Er mag die Romantik der Bäume nicht. Ruiniert unseren schönen Strand mit seinen schrecklichen Reifen. Er hat eine Möwe überfahren. Welch ein Blutvergießen. Schalt die Maschine aus. Die Möwe hatte eine Familie. Die Kartoffelchips waren für seine schwangere Frau. Stoppt den Gabelstapler! Du hast es geschafft. Die Mordmaschine ist erledigt. Die Bäume können ungestört lieben. Unser Strand ist kein Ort für Gabelstapler oder einsame Bäume. Dein Verstand ist ein sicherer Hafen für die Liebe. Fühlt sich das nicht schön an? Fühlst du dich nicht gesünder? Oh je, wir haben keine Zeit mehr. Bleib empfänglich, Freundin. Das war eigentlich recht entspannend und erstaunlich aufschlussreich.
Lichtjahre später. Haben wir nicht genug HAV hergestellt? Solange da draußen zu ist. Es ist gut, jemand mit weniger grauen Haaren in einer Führungsposition zu sehen. Bescheid geben. Auf da unten. Wir wollen dich nicht retten müssen. Ich meine es ernst. Ich habe die Werte gefunden. Sie werden nichts mehr verbreiten. Gut gemacht. Ich werde die Bereiche von Feuerteams reinigen lassen. Ich frage mich aber, ob diese Werte außerhalb des Grenzbereichs in unabhängigen Funguswucherungen entstehen. Sie klingen nicht sehr optimistisch. Nur Trottel sind optimistisch. Mutter hatte recht. Dann können Sie sich jetzt wohl wieder diesem Zischen widmen, das Sie alle so beschäftigt. Die Frau hat echt einen krassen Tunnelblick.
später, Rhea. Dr. Underhill, bitte. Sir, diese Arbeit ma'am? Erledigt sich nicht von selbst. Sir? Oder vielleicht doch.
hier drin ist der Fungus auch? Na gut. Zeit zum Aufräumen, sagte sie. Zog die Waffe. Thank you.
Gibson, männlich, 28 Jahre alt, vor etwa 13 Minuten aus der Astralebene zurückgekehrt. Dies war sein 21. Tauchgang. Der Patient leidet unter migräneartigen Schmerzen, intensiven Druck für die Augen. Untersuchung ergab keine unmittelbare Ursache, also werden wir den Patienten zur Röntgenaufnahme schicken und...